Okay. Hallo, herzlich willkommen zu I Wanna Be The Boshi, dem kranken Spiel aus der Mega Man Welt. Wir lesen jetzt den Chat vor. Mach mal. Nein, es wurde nur davor eine Nachricht von Hexabo geschrieben und zwar, Also wolltest du es insgeheim gar nicht? Nein, das ist überhaupt nicht das Problem. Also, und Erklärung, es geht gerade darum, dass ich die YouTuber, die wir gescoutet haben, angeschrieben habe oder anschreiben wollte. Und ich habe das noch nicht gemacht, außer bei einem. Aber das ist nicht, weil ich das nicht wollte. Das verstehst du ganz falsch. Das ist einfach, weil ich mich noch nicht getraut habe. Weil ich weiß nicht, wie das wirkt. Ich weiß halt nicht, wie das wirkt, wenn man so sagt, hallo. So, wenn man so fremde Leute einfach so zu einer Party einlädt. Hallo, komm auf unsere Party zu dieser einen Adresse. Ja, die glauben vielleicht, ich bin irgendwie ein Mörder oder irgendwas. Da kann ja alles dabei sein. Ja, das muss man also sehr careful machen. Ich war da noch zu schüchtern, muss ich ehrlich zugeben. Ich hoffe, dass du das irgendwie nachvollziehen kannst, Herr Tabu. Ich weiß nicht, vielleicht ist man in Deutschland da nicht so. Aber in Österreich ist das immer so. Also ich bin da schon so ein bisschen, einfach so ein bisschen schüchtern, was sowas betrifft. Ich glaube, in Deutschland ist das ganz normal, da sagt man einfach so zu Fremden, ja, komm zu meiner Party. Ich glaube, das ist ganz normal. Naja, am Land vielleicht, aber nicht zum Beispiel in der Stadt. Ja. Aber nein, Deutschland. Aber der Xabu wohnt ja am Land, Deutschland. Gibt schon. Der war es. Aber Deutschland und Österreich sind ja so die Datenschutzländer, also. Ja. Was muss ich jetzt machen? Also, es ist, glaube ich, für beide. Jetzt muss ich. Ähnlich. Ah! Careful. Sorry, Herr Xabu. Nexus. Ich muss mich immer beim Nexus entschuldigen, weil der jetzt schon so viel besser ist als ich. Jetzt muss ich mich ständig entschuldigen, Nexus. Das nervt mich, na Spaß. Jetzt muss ich mich beschweren, dass ich mich immer entschuldigen muss. So läuft's bei BLB. BLB. Ah, heute haben wir's wieder lustig, gell? Ja. Ja. Aber schau, erkennst du diesen Teil hier? Kommt dir der bekannt vor? Ist das nicht der, den ich bei Nemesis Tamato verwendet habe? Ja, der da. Ist das nicht der Nemesis Tamato Teil bei den Six Tries? Das wirkt irgendwie so. Vielleicht ist es auch gar nicht der. Vielleicht ist es auch ein komplett anderer. Nein, ich habe gedacht, das wäre so ausgeschnitten. Knappe Kiste. Und nicht eine komplette Square. Square Enix? Ja, Square Enix. Der war's jetzt. Der war's jetzt. Schau. Ich glaube, der Nexus hat schon geschafft. Wir haben außerdem den Death Count jetzt aktiviert. Ich habe es ja noch gar nicht erwähnt. Wir haben schon 3025 Tode. Ist das viel? Ist das wenig? Ich weiß nicht. Darf jeder für sich entscheiden. Warum muss man da überhaupt oben lang gehen? Achso, weil da eine Wand einfach ist. Okay, das macht natürlich viel mehr Sinn. Da kommt jetzt irgendeine komische Zickzack. Ah, wir haben es geschafft. Tja, Nex. Oh, der Ringbogen-Boschi. So, gib mir jetzt einen random Charakter. Sag mir nicht, wer es ist. Ich schaue weg und ich muss zweimal raten. Ich schaue auf den Chat. Welcher Key nochmal? F3. Ich hätte fast F6 gedrückt. Das wäre ganz schlimm. Das löscht das Spiel, Scherz. Ja, das. Tamato ist so schüchtern. Wie. Cute. Social. Dist? Dis. Ah, na Spaß. Ich kann das schon verstehen. Ich hatte mich überhaupt schon gewundert, dass du sowas vorhattest. Hätte aber auch lustig werden können. Maybe next time. Naja, ich habe ja noch 2 Wochen Zeit. Und ich denke sowieso, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, wenn ich die Leute bisschen näher am Termin anschreibe. Und nicht so, hey, in einem Monat ist eine Hausparty. Komm bitte hin. Ich glaube, es ist weniger suspicious, wenn ich so mache, hey, nächste Woche. So nächste Woche, das gibt dir schon so diese Vibes, dass du auch hinkommen willst, oder? Ich hätte es irgendwie anders gesagt, irgendwie, dass man sie zuerst privat ein bisschen trifft und besser kennenlernt und dann ja, auf die Party einladet. Weil ich glaube, das wäre noch direkt besser. Auf die Party einladen, das kann auch sein, dass es irgendwie so eine Falle ist oder so. Ja, das stimmt schon. Und davor trifft man sich halt in einem Café oder so. Hast du jetzt schon selected? Ja. Ach, danke. Was? Der ist ja riesig. Groß. Der Mario Kart. Der sagt, let's go. Der macht sogar die Mario Kart 64. Jetzt kann ich den Nexus abballern. Das ist ja ein Spaß. Was muss ich jetzt machen? Okay. Oh, das erinnert mich an die Unicorn. Die haben sein gemoddetes Mario Kart auf Cartridge gehabt. Ja, mit Dragon Ball Charakter. Ja, mit Dragon Ball Charakter. So, das habe ich noch nie gesehen. Überhaupt auf einer echten Cartridge. Ist halt eine beschriebene Cartridge, aber trotzdem. Schaffe ich das gerade ernsthaft als Mario Kart? Ja. Schaffe ich das gerade ernsthaft als Mario Kart? Das sieht wie eine Wetten, das Wetter aus. Krank.
Das ist absolut krank. Das ist so perfekt, habe ich noch nie irgendwas in Boshi geschafft, wie jetzt das gerade. Genau, und das bringt uns dann auch schon zum wahrscheinlich bekanntesten Stream, Screen aus Boshi. Den bekanntesten Boshi-Stream, den machen wir ja schon hier. Aber der bekannteste Screen, der kommt dann da beim Good Level Design. Ach, wie geht denn das? Ich glaube, da muss man so ein ganz bestimmtes Cycle abwarten. Der Bombman. Der hat uns gerade noch Probleme bereitet. Aber ich bin immer noch ganz überrascht, wie gut wir den Mega Man Boss geschafft haben. Ja. Das hätte ich gar nicht erwartet. Das war wirklich so in so circa 10 Minuten, oder? Ich weiß es nicht genau, aber viel länger nicht. Ich hätte 15 Minuten maximal gesagt. Na, umso besser. Viertelstunde, gell? Ja. Krass. Absolut krass und ein bisschen krank. Der Bombman, der wartet schon. Hallo, ja, geh mal. Ja, schon wirklich. Ich schaffe jetzt wirklich viel als Mario Kart. Das ist irgendwie urcool. Oh, jetzt kommen die. Wie heißen die? Twomps? Weiß nicht, irgendwie so Wumps oder so. Wumps, Entschuldigung. Aber es gibt so irgendein Mario-Gegner, was auch so ähnlich heißt. Zum Beispiel die Riesenspinner. Schnell weg! Also dann bist ja du dran, wenn die mich erwischt. Das, oh! Na toll. Verdammt. Xabo sagt. Hast du mal mit Diana Strong geplaudert? Die finde ich echt toll. Es tut mir wirklich leid, ich weiß gar nicht genau, wer das ist. War die bei der Rings of Europe Show? Wenn ja, dann habe ich ihr zumindest Hallo und Tschüss gesagt. Ich weiß nicht, ob ich mit ihr geplaudert habe. Aber ich bin mir jetzt echt unsicher. Ich bin sehr schlecht im Namen merken. Das müsste ich dann nachschauen, wer das nochmal ist. Ich meine, ja, kann dann theoretisch sein, dass ich mit ihr geplaudert habe. Erstmal abklopfen. Und gute Idee vom Kollegen Matkes. Welche, ich hab den Kontext jetzt wieder vergessen. Inviting zuerst auf einen Kaffee einladen und dann ja, das stimmt. Zur Party. Das will ich generell. Es kommen auch so viele Gäste. Oder so viele Gäste, die wollte ich einladen. Nein, ich hätte es sogar geschafft. Aber als Trostpreis darfst du jetzt einen anderen Charakter wählen. Aber irgendwem, der kleiner ist, weil die Section jetzt kommt, die ist wirklich schwer. Ich schaue nicht. F3? Hin. Ja, F3. Ich merke es irgendwie schon. Aber was ich jetzt sagen wollte, das wollte ich generell machen, weil sehr viele Leute, die ich einlade, die habe ich halt auch schon lange nicht gesehen. Ich würde sagen, teilweise sogar seit der letzten Hausparty nicht mehr. Und klar würde ich die gerne ein bisschen mal so abseits. Darf ich schon herschauen? Ja, aber das ich muss einmal raten, gell? Ja. Wario. Nein. Geist! Der ist auch sehr groß. Naja, ja, probier mal einfach mal. Ich wollte halt wieder wechseln, weil er so groß ist. Schau, das ist der erste Attempt. Wow! Ja, das ist ja nicht schwer. Also das ist ja noch easy, das auch mal auf die Plattform dazu. Ein zweiter Geist ist da. Jetzt weiß ich ja nicht, wer ich bin. Der ist wirklich Geisterstunde. Der ein Drop Shadow hat, bist du. Ah ja, das ist gut. Das ist jetzt ein bisschen schwer. Du musst auf der Plattform bleiben, aber trotzdem hier überall. Ah, das ist natürlich jetzt sehr schwer, da kann ich jetzt überhaupt nicht abschätzen, wo die Hitbox ist von ihr. Ja, okay. Nein, da brauche ich wirklich einen kleinen. Einen ganz kleinen. Gib mir den Regenbogenbosch oder so. Weil nein, ich will schon was Besonderes, aber. Ja, aber das ist so tight, wenn man da nicht die Dreiecks-Hitbox sieht, dann ist das schon so schwer. Ah, das ist auch ein bisschen zu groß. Also schon ein cool Spot. Nein, ich muss das mit dem Boshi machen. Mach mal das mit dem Boshi oder Regenbogenbosch, wie du willst. Aber danach kannst du mir wegen dem Lustigen gehen. Okay. Irgendwo, wo nicht so ganz tighte Sachen sind, da können wir schon die Lustigen dann spielen. Kann ich auch Rainbow Boshi 2.0 nehmen? Auf jeden Fall, denn der ist ja noch viel cooler. Ah, okay. Darf ich schon hinschauen? Ich glaube Boshi. Was macht der für einen Sound? The Rainbow. Ist auch ein Pickard. Also, taste the Rainbow. Wow. The Rainbow. Beim Doppelsprung sagt er nur The Rainbow. Ja, also immer beim allerersten Sprung. Taze the Rainbow mit so einem Taser. Schau, das ist jetzt wirklich schwer. Auch die After-Images machen es da nicht leicht. Das ist auch so urschnell. Ach, das war jetzt aber. Ich hätte mir gedacht, ich bin richtig gestanden. Na egal, was hat im Chat jetzt der Xabu gesagt? Ja, da war die. Die Diana Strong war die aus Polen und hat in der Runde vor eurem Vierer-Match gegen Ronnie Knox gekämpft. Ah, okay. Also zumindest beim Tag des Sports habe ich, wenn dann glaube ich, nicht wirklich viel mit ihr geredet. Ich habe ja halt Hallo und Tschüss gesagt. Wenn sie bei einem anderen Rings of Europe Event war, dann habe ich vielleicht ein bisschen mit ihr geredet.
aber ich könnte mich jetzt nicht so genau daran erinnern. Also wir haben nichts Wichtiges geredet. Wenn wir geredet haben. Aber warum? The Rainbow. The Rainbow, deswegen. Das ist der Grund. Lass dir den Regenbogen schmecken, wurde geschrieben. Kennst du Skittles? Die sind auch so gut. Bist du wahnsinnig? Ja. Ich mag die Skittles. Schau, der Nexus, wie er da perfekt durchkommt, dass ich jetzt gestorben bin deswegen. Aber das wirklich Schwierige kommt dann danach. Da kommt dann so ein... Wow, da kommt dann so ein... Der Rainbow? Sehr, sehr knapper Sprung. Okay, ich muss ganz links... Aber, ja, das ist gut. Das ist gut. Jetzt genau auf die andere Seite, jetzt wieder daher. Ah, jetzt bin ich zu viel. Overshoot. Mit dem Sonic. Der Sonic ist der einzige Charakter, der andere Physics hat. Das ist das Besondere. Der ist nämlich schneller und hat ein bisschen Momentum. Aber kann man nicht selber den Speed, den Momentum einstellen? Mm-mm. Bei den Custom Characters sind die Physics immer die normalen Physics, die alle Characters haben. Sonic ist der Teil einzige, der anders ist. Okay. Gut zu wissen, oder? Ist das jetzt aus der Kategorie Net to Know? Net to Know. Aber das war so unfair jetzt, nicht wahr? Das gib war mal jetzt Jake. Undershot. Undershot. Okay, ich geb dir Jake. Undertale. Kennst du Undertale? Das ist auch krass gewesen. Das ist noch Undertale. Ich kenn's auch. Mm. Sorry. Kam nicht eine neue AVGN-Folge? Ja, die klingt genauso. Mhm. Wie dieses Lied hier? Ja. Okay, wir sind zurück beim Musikratespiel. Das dürfte... Ah, das ist so schwer. Das ist so... Was macht ihr überhaupt dann? Das Musikratespiel? Ja, das ist so schwer, das Musikratespiel. Na gut, es ist von Wario, ein WarioWare Shake It. Nicht die Shake die Menschen. Do it yourself. Nein. Okay, dann müssen wir nächstes Mal weiter. Okay. Das ist noch so länger. Oh, das ist noch ein Alarm. Jetzt auch egal. Auf jeden Fall, tschüssikowski, ciao mit C, falls wir sehen. Bis zum nächsten Part und tschaußen. Macht Pause.